Schauen wir, ob die Autobranche glänzt. Ich begrüße Professor Ferdinand Dudenhöfer von der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Tag, Herr Professor Dudenhöfer. Die Autobranche trifft sich also momentan in Genf. Welche Highlights haben die Konzerne im Gepäck dabei? Die Highlights, die gehen in diesem Jahr sehr stark in PS, in Performance. Premium-Hersteller wie Audi bieten eine ganze Reihe von Fahrzeugen im Kompaktbereich, im mittleren Bereich als SUV mit 300, 400, 500 PS. Also das ist das alte Geschäftsmodell, was man verfolgt, mit viel PS, viele Emotionen zu erzeugen und dann hohe Margen zu erzielen. Zum Zweiten ist auch wichtig, es ist der erste Aufschlag weltweit und der erste Aufschlag von Quorus natürlich dann auch in Europa. Eine neue Marke, ein neuer Chinese, der antritt. Gemeinsam mit Israel Corporation hat man ein Unternehmen gegründet, was sehr aufmerksam verfolgt werden sollte. Quorus stellt erstmals in Genf Fahrzeuge mit hoher Qualität, hoher Anmutung aus und die werden natürlich sehr stark direkt positioniert gegen die Europäer. Gerade VW ist einer der Hauptgegner, den man da ausgemacht hat. Jetzt ist dieser Automobilsalon in Genf ja immer eine sehr feierliche Veranstaltung. Gibt es aber überhaupt Grund, die Sektkarten knallen zu lassen für die Automobilhersteller bei diesen ganzen Problemen, die man auf dem Markt in Europa sieht? Für die Europäer ist das sicherlich zwiespältig. Da ist kein Champagner angesagt, aber für alle, die weltweit auftreten, die im Premium-Bereich sind, da funktionieren die Märkte einigermaßen gut. Auch wenn jetzt der Februar in China einen Einbruch zeigen wird oder einen leichten Rückgang zeigen wird, dann wird das nicht das ganze Jahr der Fall sein. Also der Weltmarkt außerhalb von Europa funktioniert gut und alle, die außerhalb von Europa sind, sind gut unterwegs und haben deshalb Grund mit Freude nach Genf zu gehen und mit Freude im Jahr 2013 zu arbeiten. Dann schauen wir mal etwas außerhalb von Europa. Etwas außerhalb ist gut, wir schauen nach China besser gesagt. Daimler hat in den Absätzen ja für Februar insgesamt ein Minus von 9% verzeichnet, in China sogar ein Rückgang von fast 50% bei diesem wichtigen Markt in China. Was macht Daimler da falsch? Zunächst, das ist jetzt eine Einmalreaktion nach meiner Einschätzung. Dieser Markt im Februar. In China hat man immer dieses Neujahrsfest und da wird in China gefeiert und deshalb hat man deutlich weniger Arbeitstage und deshalb gehen da in jedem Jahr die Verkäufe zurück. Letztes Jahr war es im Januar, wo man einen erheblichen Einbruch gehabt hat. Aber insgesamt ist es so, dass Daimler in China schlechter gelaufen ist in den letzten Jahren, wie zum Beispiel BMW, wie zum Beispiel Audi. Und deshalb hat man ja bei Daimler die Weichen gestellt mit einem China-Verantwortlichen im Vorstand, mit Herrn Troska, der die Dinge aufnimmt. Man hat die unterschiedlichen Vertriebsorganisationen, die man hat, dort vereinigt. Man geht in neue Modelle in China, die interessant sind. Chinesen mögen Fahrzeuge mit verlängertem Radstand und in ein paar Wochen wird auch dieses neue A-Klasse-Coupé in China sein. Also man nimmt das China-Geschäft sehr ernst und hat wichtige strategische Entscheidungen für China getroffen, die sich in den nächsten Monaten sicherlich Stück für Stück in der Umsetzung zeigen werden. Schauen wir noch ganz kurz auf die deutschen Autobauer insgesamt, auch mit den ganzen neuen Eindrücken, die Sie da in Genf gewonnen haben. Wer gefällt Ihnen da am besten? Ganz kurze Antwort bitte. Gut sind unterwegs nach meiner Einschätzung die Opels, die mit ihrem Adam gut punkten und BMW klassischerweise immer mit niedrigem Verbrauch, mit sportlichen Fahrzeugen. Die beiden sind, glaube ich, in Genf eine interessante Bereicherung. Dankeschön für die Einschätzungen, Professor Ferdinand Dudenhöfer von der Uni Duisburg-Essen. Schönen Tag noch. Ich bedanke mich.